Hallo und moin moin, meine Damen und Herren, mal wieder herzlich willkommen auf dem gelben Sofa bei Lass mal schnacken. Heute habe ich zwei Gäste, die stelle ich Ihnen gleich gerne vor. Einmal eine Autorin, eine ganz tolle Gewinnerin, auch darüber sprechen wir natürlich innerhalb unserer Sendung. Und sie kommt so ein bisschen außerhalb und hat trotzdem gesagt, ja, ich komme dann gerne mal zu Ihnen nach Hause oder, aber ich bringe noch jemanden mit. Und den zeige ich Ihnen auch gleich, wie Sie da mitgebracht haben. Ich bin erstmal froh, dass sie da ist. Maike Winnemuth, Frau Winnemuth, hallo. Hallo, freut mich hier zu sein. Ja, herzlich willkommen. Danke. Das Fiete, das den müssen wir auch nochmal zeigen. Fiete, der hat gestern einen ganz harten Tag gehabt, habe ich gehört, aber vielleicht schläft er gleich ein. Aber das ist schon ganz lieber, ne? Total lieb, sehr entspannt, wie man sieht. Ein ja, Sofa-Hund. Deswegen lassen wir ihn auch hier während der Sendung immer sitzen. Ja, wenn er Blödsinn macht, kann er ja immer noch. Genau. Dann schubsen wir ihn vom Sofa runter. Schubst ihn einfach runter. Genau. Würde ich auch sagen. Frau Winnemuth, Sie sind Erdbeer-Fan. Das sehr. Sie sind auch in dem richtigen Monat geboren zur Erdbeerzeit. Ich bin im Juni geboren und deshalb kriegst du zu meinem Geburtstag immer Erdbeerkuchen ohne Ende. Das wunderbar. Ist natürlich das Beste. Wo sind Sie geboren, in Kiel? Nee, in Neumünster. In Neumünster sind Sie geboren. Aha. Aber Sie leben zurzeit jetzt woanders, ne? Also ich bin ziemlich viel durch die Welt gekommen und zurzeit nach einer langen, langen Reise sozusagen wieder in der Heimat angekommen. Ich habe jetzt so ein kleines Häuschen in Bernsdorf an der Ostsee. Oh, schön. Und also nicht allzu weit von hier und bin wieder in Schleswig-Holstein angekommen nach all den Jahren. Ja, sehr schön, Schleswig-Holstein. Schönstes Land von allen. Ja, das finde ich allerdings auch, ja. Sie hatten ja sehr, sehr viele Neigungen von der beruflichen Seite her. Erzählen Sie uns da mal so ein bisschen was drüber. Sie meinen, als ich ein Kind war? Ja. Ach, ich wusste wie die meisten Kinder überhaupt nicht, was ich werden wollte. Ich habe über alles Mögliche nachgedacht. Ornithologin, weil ich Vögel lustig fand. Ja. Ich wollte Innenarchitektin werden. Ich wollte Lateinlehrerin werden. Völlig bekloppt. Welches Kind will Lateinlehrerin werden? Ein bisschen, da merkt man schon so eine gewisse Abseitigkeit, ne? Früh im Leben, ja. Und wie man merkt, nichts davon geworden, nee. Aber Journalismus ist ja so eine Art Mischung aus allem. Ne? Und das ist was für Leute, die sich nicht richtig entscheiden können und sich für alles interessieren und dann einen Job nehmen, wo sie überall ihre Nase reinstecken können und auf diese Weise immer noch was dazulernen können. Das genieße ich auch sehr an meinem Beruf. Okay, und dann entwickelt sich ganz von alleine irgendwas, wo das dann hingeht. Ja, ja. Und das ist dann ja auch passiert. Ist passiert. Ja. Dann haben Sie in unterschiedlichen Städten auch studiert. Ja, ich habe unter anderem Englisch studiert, sodass ich auch in England studierte. Das empfiehlt sich sehr, wenn man eine Sprache studiert. Also ich war in Südwestengland, in Exeter. Und ansonsten war ich in Göttingen, in Berlin. Und auch da schon, man merkt eine frühe Unruhe, machte sich breit. Ich bin nie gerne länger an einem Ort geblieben, damals zumindest noch. Dann kam irgendwann die Henry-Nannen-Schule ins Gespräch. Gab es da einen besonderen Anlass? Oder? Ich wusste, wie gesagt, sehr lange gar nicht, was ich machen wollte. Ja. Ich dachte zunächst, ich mache eine Uni-Karriere und dann bin ich irgendwie zufällig in Berlin in so eine Radio- und Fernsehstation, nicht so anders als hier übrigens, reingeraten. Und es hat mir erstaunlich viel Spaß gemacht. Ja. Und die haben mir dann ein Volontariat angeboten und das hat mir noch mehr Spaß gemacht. Aber ich dachte, ach, wenn ich das schon mache, dann sollte ich es vielleicht auch besser richtig lernen und habe mich dann in der Henry-Nannen-Schule, es ist eine der besten deutschen Journalistenschulen, beworben. Es gibt die und eine Münchner Schule und man darf, glaube ich, nur bis 27 sich bewerben. Ich war 27, also es war knapp vor Schluss. Gerade an der Grenze. Und durch ein Wunder bin ich aufgenommen worden. Ja. Das ist so, da bewerben sich irgendwie 5000 Leute und 18 Leute werden genommen. Also es ist wirklich ein Wunder, wenn man das irgendwie schafft dahin. Und das ist eine sehr, sehr gute Ausbildung, weil die sehr praxisorientiert ist. Man darf sehr früh oder muss sehr früh schon mit in den Redaktionen arbeiten und Fehler machen und daraus lernen. Und das ist ja das Beste. Es nützt ja nichts, wenn man in einem Klassenraum sitzt und einem was erzählt wird, sondern man muss es, wie ich finde, selber tun. Ja. Und dann, das ermöglicht die Schule. Dann landet man irgendwo daher bei einem Rundfunk- oder Fernsehsender. Aber nicht unbedingt, sondern auch bei einer Zeitschrift. Das wird Aber diese Vorgeschichten sind mir sehr bekannt, denn ich habe ja schon sehr, sehr viele Redakteurinnen und Moderatoren hier gehabt. Ja. Also diese Vorgeschichten, die ähneln sich immer irgendwie. Die wussten alle nicht zufällig so genau. Und viel Glück gehabt und plötzlich war es dann. Das eigenartig erwartet. Das ist wahrscheinlich auch so. Ist vielleicht so. Also vielleicht ist dieser Beruf auch einer, der was für Quereinsteiger ist. Ja. Leute, die sich für alles Mögliche interessieren und für nichts so genau.
und dann früher oder später halt eher so reinstolpern in dieses ja. Geschäft. Na gut, okay, aber dann hat man eben das Glück gehabt und dann muss man das auch natürlich wahrnehmen. Nicht? Und ja. Das war dann beim RTL, ne? Ja, da ging es dann ziemlich rasch zu. Naja, das war mein erster Job bei RTL direkt nach der Schule. Da war ich Talkshow-Redakteurin, da war ich für die Einladung von Gästen zuständig. Ja. Und das war insofern ein sehr toller Job, als man, also es war eine Mini-Redaktion, es war nur ich und eine Assistentin. Und wir mussten halt jeden Sonntag 4 prominente Gäste da irgendwie auf dem Sofa haben. Ne? Schön. Bedeutet, ganze Woche telefonieren wie eine Bekloppte. Ja. Leute versuchen zu bequatschen, ihren heiligen Sonntag aufzugeben, um in unsere Sendung zu kommen. Auch nicht so leicht. Man sammelt in 0, nichts erstens ein schönes, kleines, dickes Adressbüchlein zusammen mit Telefonnummern von Pressestellen und Agenten und allem Möglichen. Sehr nützlich für alle weiteren Fälle. Und vor allen Dingen habe ich gelernt, das konnte ich zu dem Zeitpunkt nämlich gar nicht so gut, Leute zu etwas zu bequatschen, was sie eigentlich gar nicht unbedingt machen wollten. Ja. Ich war zu dem Anfang eigentlich immer sehr zurückhaltend und schüchtern und wollte am liebsten so als Journalistin mit meinem kleinen Blog in der Ecke sitzen und mitschreiben und ansonsten gar nicht irgendwie auffällig werden. Aber wenn man Talkshow-Leute einlädt, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als sich auf die zu stürzen und zu sagen, bitte, 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 komm in meine Sendung. Ja. Das war gut. Also man lernt viel davon. Ja. Ja, genau, das kenne ich auch irgendwie. Ja, ne? Sagt mir auch nicht. Ja, ja. Man muss kommt ja mir irgendwie bekannt vor. Irgendwie, ja, ja, ne? Denke ich mir. Das richtig. Ja. Also nach den Tätigkeiten bei einer Illustrierten kam dann der Stern. War das ein Glücksunfall oder was gewollt? Oder? Ach, das hat sich auch, wie alles in meinem Leben, hat sich das schon auch wieder ergeben. Auch wieder ergeben, ja. Ja, toll, ja. Ich war ab Anfang der 90er Jahre beim Stern und das war noch eine tolle Zeit. Da konnte man viele super Geschichten machen. Das geht. Heute ist es schwieriger. Also damals habe ich als sehr junge Redakteurin zu dem Zeitpunkt, ich durfte sonst wohin fliegen. Ich erinnere mich noch, dass ich in die USA geflogen bin, nur für ein Interview mit John Grisham, dem Autor. Ich habe also sehr viel Bücher und Filmgeschichten gemacht und habe sehr viele sehr spannende Leute, wie ich interviewt, Schauspieler, Tom Hanks und Clint Eastwood und Robert Redford und so. Und die durfte ich alle treffen und das war natürlich toll, weil der Stern mir genau diesen Zugang ermöglichte, diese Erfahrungen zu machen und diese Begegnungen zu haben. Das toll, war super. Also auch da habe ich viel gelernt, glaube ich. Das glaube ich gerne. Ja, das war heute, glaube ich, ist das nicht mehr so einfach. Nicht? Schwieriger, es wird insgesamt ist es restriktiver, man hat auch nicht mehr so viel guten Zugang zu diesen Prominenten, wenn die einen Film zu verkaufen haben, dann darf man die mal treffen, vielleicht für 10 Minuten und man kann kein anständiges Gespräch führen in 10 Minuten, wissen Sie selber. Ne? Also man muss sich schon ordentlich hinsetzen, um ins Gespräch zu kommen. Und mal eben so 10 Minuten, 10 Fragen, zack, 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 das bringt nichts. Nee, das bringt überhaupt nichts. Das macht keinen Spaß. Nee, das ist richtig. Ja, guck mal, ich habe die Kerstin Thewes gehabt, ich weiß nicht, kennen Sie die? Kerstin Thewes doch ja, die nicht. War hier beim NDR im Kiel, im politischen Bereich tätig. Ja. Und die habe ich auch gehabt, die hat auch erzählt. Plötzlich musst du dir einmal nach Amerika und wieder alles kennengelernt. Ja. Aber heute wahrscheinlich auch alles. Ich denke mal, dass das auch mit den Finanzen so natürlich die Reisekosten. Ne? Also das ist so eine Sache. Man will jetzt auch nicht mal eben kurz einen Redakteur auf den Flieger setzen. Das kostet ja auch wirklich viel Geld. Ja, ja. Das ist heute alles ein bisschen anders. Ne? Yep. Dann kam die Selbstständigkeit. Warum? Immer mal wieder. Warum? Also, warum? Weil ich von sehr gerne immer schon selbstständig oder freiberuflich gearbeitet habe. Also ich war bei verschiedenen Zeitschriften, die mal mehr, mal weniger erfolgreich waren. Ich war bei einer Frauenzeitschrift namens Amica, die ist eingestellt worden. Danach war ich selbstständig. Ich war bei einer Porträtzeitschrift namens Park Avenue, da war ich stellvertretende Chefredakteurin, die ist eingestellt worden. Also es war immer mal so, Zeitschriften, Projekte, die ich toll fand, wo ich viel Herzblut gelassen habe, wurden nicht so vom Markt angenommen, waren nicht so erfolgreich, also wurden sie eingestellt und dann war ich wieder selbstständig. Immer mal wieder rein in den Laden, raus aus dem Laden. Aber ich habe jetzt festgestellt über die Jahre, dass das genau richtig ist für mich. Ja. Ich bin gerne selbstständig, ich bin gerne, suche mir gerne meine eigenen Themen und wie soll ich sagen, also ich suche mir meine Arbeit dann und das macht Spaß, sich dahin bewegen zu dürfen, wo es einen hinzieht. Ja. Das ist das Beste, was einem passieren kann. Ja, allerdings. Und davon leben zu können, ist noch viel besser. Ja, das kommt noch hinzu. Ja. Ja, ja. Dann kam irgendwas mit das Blaue.
Das Blaue, ja. Das Blaue, ja. Das war so eins von meinen verrückten Projekten. Ich mache ja öfter mal Selbstversuche. Ne? Ah, ja. Ich finde es sehr spannend, das passt zum Thema, das wir eben hatten, sich selber die Arbeit zu suchen, sich selber kleine Aufgaben zu stellen und kleine, wie soll man sagen, Herausforderungen zu stellen. Ja. Also das Blaue, das kleine Blaue, das war so ein Projekt für ein Jahr. Ich hatte nämlich irgendwo mal gelesen, dass man nur 10% seines Kleiderschranks wirklich trägt. Der Rest hängt einfach nur da als Schrankdekoration. Stimmt. Nö? Man greift immer zum selben Lieblingspulli, Lieblingsjeans und so, selbst Männer. Deswegen das Blau. Deshalb Blau, ja. Habe ich richtig getroffen. Ne? Wir sind passen perfekt zusammen heute. Super. Und jetzt macht er jetzt? Und das Projekt des kleinen Blauen war so, dass ich ein Jahr lang jeden Tag das gleiche blaue Kleid tragen wollte. Das habe ich auch gemacht. Ja. Man muss dazu sagen, es gab 3 identische Exemplare, ne, aus hygienischen Gründen. Also 2 waren immer in der Wäsche und 1 habe ich angehabt, sonst wäre das echt eine Zumutung für meine Umwelt gewesen. Ja. Das war ohnehin schon eine Zumutung, weil ich ja immer gleich aussah. Aber ich wollte nicht auch noch eine geruchliche Zumutung sein. Und das habe ich ein Jahr lang durchgezogen, habe jeden Tag von mir ein Foto gemacht, im Kleid, aber mit unterschiedlichen Accessoires, so unterschiedliche Strümpfe und Schals und so. Und habe auch da wieder viel gelernt, nämlich mit wie wenig man eigentlich auskommt. Dass man gar nicht so viel braucht, wie man immer denkt. Gleichzeitig mit diesem Kleiderversuch habe ich mich jeden Tag von einer Sache in meinem Leben getrennt. Also habe eine Sache verschenkt oder weggeworfen oder jedenfalls weg, raus von dem. Auch da hat man nämlich reichlich viel Zeug zu Hause, was man gar nicht braucht. Es heißt, dass jeder europäische Haushalt so ungefähr 10.000 Sachen hat, was man gar nicht glaubt. Aber wenn man jede Büroklammer mitzählt, dann kommt man schnell dazu. Ne? Und also kein Problem, 365 loszuwerden. Nee. Und das habe ich gemacht und habe ein Jahr lang sozusagen Reduktionskost gemacht, Lebensdiät. Ja, sehr schön. Das hat echt Spaß gemacht, weil man fühlt sich wirklich leichter. Man ist erleichtert in jeder Hinsicht des Wortes. Schön. Tolle Sache. Ja. Kann ich nur empfehlen. Ja. Also. So, jetzt kommt der große Knall im Leben. Wennemuth, jetzt kommen wir auf Günter Jauch zu sprechen. Es gab diverse Knalle, aber das war natürlich ein sehr erfreulicher Knall. Ja, genau. Kommt man selbst drauf oder wird man da angestoßen? Man sagt, geh doch da mal hin, du weißt so viel. Ach, oder war das aus eigenen Stücken? Nein, das war aus eigenen Stücken. Die Sendung, die gab es zu dem Zeitpunkt ja schon 13, 14 Jahre. Die ist ja schon sehr alt. Und ich hatte es immer mal wieder probiert, mich da zu bewerben, weil ich auch. Wie geht das überhaupt? Naja, man kann entweder anrufen, da gibt es so eine Hotline, oder es geht online übers Internet, kann man sich auch bewerben. Und ich hatte oft da angerufen, bin nie zurückgerufen worden, habe dann irgendwann auch gesagt, ach komm, lass das, das bringt eh nichts, da wirst du nichts. Ich habe das deshalb gemacht, weil ich als Studentin schon mal in so Quizshows mitgemacht habe und mich damit durchs Studium finanziert habe. Ja. Sehr nützlich. Es ist die beste Art, zu Geld zu kommen, weil es nämlich steuerfrei ist. Und Banküberfall würde auch noch ganz gut gehen. Aber ich ist auch steuerfrei. Auch steuerfrei. Ja. Aber Jauch ist natürlich interessante Herausforderung für jemanden wie mich. Und ich habe mich also online beworben, mal wieder nach langer Zeit, wo ich es nicht gemacht habe, und bin dann zu meiner Überraschung angerufen worden. Das ist dann tatsächlich so, dass man irgendwie am helllichten Tag auf dem Handy angerufen wird von der Redaktion. Ich war, lustigerweise stand ich vor einem Geldautomaten, wie passend, und habe gesagt, bleiben Sie kurz dran, ich muss meine PIN-Code eingeben. Und dann werden einem Fragen gestellt, da am Telefon, und zwar nicht mit ABCD-Antworten, wie man es von der Sendung bekommt, sondern offene Fragen. Die sind von Puppen einfach, wer ist amtierender Bundesaußenminister, bis zu nicht so einfach, welches Sternbild ist auf der australischen Flagge zu sehen, bis hin zu komplett unbeantwortbar, nämlich wie alt sind die Kinder von Queen Elizabeth zusammengerechnet. Ja, ich weiß. Ist alles dabei. Und die erwarten nicht, dass man das weiß, zumindest die letzte Frage nicht, aber die wollen hören, wie man sich das so zurecht rät. Ne? Also man muss, ich habe gesagt, ja, Moment, also sie hat 4 Kinder, Charles, Anne und die beiden Jungs. Anne war gerade 60 geworden, das wusste ich, Charles, dachte ich, ein paar Jahre älter, und die Jungs waren so im Abstand von 10 Jahren, ich dachte so 220 kommt hin. Stimmte fast, 227 war es. Also insofern lag ich relativ nah dran. Und die wollen eigentlich nur hören, ob man sich zu helfen weiß. Ja. So, und dann wird man, wenn man das einigermaßen gut gemacht hat, da am Telefon ein zweites Mal angemorst, und zwar vor Skype.
weil die sehen wollen, wie man aussieht, ob man sabbert oder einen nervösen Tick hat oder so. Ja, schön. Was ja nicht so schön ist im Fernsehen. Und dann nochmal dasselbe, nochmal Fragen. Oh. Aber das wird dann nicht ausgestattet, das ist nein, rein intern. Das ist nur intern als Test sozusagen. Okay. Und dann wird man auch gebeten, so ein paar lustige Anekdoten parat zu haben, die sich dann eignen für Günther Jauch, damit man drüber plaudern kann im Fernsehen. So. Und wenn man das auch noch erledigt hat, dann ist der nächste Schritt dann tatsächlich die Einladung in die Sendung. Aha. Und das ging alles innerhalb von, ich glaube, 2-3 Monaten relativ schnell. Also, Gut, und dann dahin und morgens dann und abends ist die Sendung oder wie läuft das so ab? Es läuft so ab, dass die am Dienstag immer 3 Sendungen hintereinander aufzeichnen. Oh. Das ist so der Produktionstag. Ja. Und da kommen alle Kandidaten so um die Mittagszeit zusammen. Ja. Man wird eingewiesen, es wird einem das Studio gezeigt, man kriegt natürlich was zu essen, zu trinken und so. Ja. Die Redaktion redet nochmal mit einem, wie das jetzt so abläuft. Mhm. Man darf dann eine Proberunde spielen an diesen Geräten, wo es darauf ankommt, dass man ganz schnell die richtigen Antworten eintippt. Bevor man, da überhaupt ausgewählt wird. Ja. Wir durften also alle mal sowas ausprobieren und ich war mit weitem Abstand die Langsamste und dachte schon, ach komm, das wird eh nichts abends. Ne? Ja, also du bist so langsam. Die ganzen Kinder, die Computerspiele gewohnt sind, sind viel, viel, viel fixer als du. Aber abends hat es dann halt geklappt. Ist ja immer so, wenn die Generalprobe nichts ist, dann ist die Premiere und so besser. Oftmals ist es so. Naja, und dann hat das alles gut geklappt abends. Ach, toll. Weißt du, ist das noch bekannt, was da zur Auswahl war? Wir sind mal 4 Kandidaten, oder? 5? 5. 5 Kandidaten. Ja. Und was war da die Frage, die man da, um überhaupt ranzukommen? Um ranzukommen, die Frage, man musste was sortieren, also Elemente Eisen, Nickel, Silber, Gold bestimmten Worten zuordnen, wie Brille, Barsch, Blick und so. Da muss man Eisen, Bahn, Gold, Barsch, Silber, Blick, Nickelbrille. Also man musste die richtig zusammenklamüsern, diese Wortteile. Und vielleicht hat mir geholfen, dass ich mich mit Sprache beschäftige. Deshalb war ich in dem Moment vielleicht schnell. Das kann gut sein. Das war toll. Und dann geht es auf einmal, Weike Minnemuth, 5,7 Sekunden. Und dann geht das Herz auf. Und wie? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, und wenn man dann auf diesem fürchterlichen, ich finde, den Stuhl ist nicht sehr bequem, aber es ist auch nicht die Idee. Der soll auch nicht bequem sein. Das soll auch nicht sein. Achso, okay. Ja. Man soll ja wach sein. Und die ersten Fragen sind ja mittlerweile, früher waren sie auch teilweise mal viel schwerer, meine ich. Das sind ja eher so Scherzfragen, ne? Im Moment sind die ja sehr scherzhaft. Ja, also entweder man kapiert den Witz und kann das schnell beantworten, aber viele stolpern natürlich auch darüber und verfransen sich. Ich hatte zum Beispiel Todesangst, dass irgendeine Frage nach einem deutschen Volkslied kommt, das jeder kennt, nur ich nicht. Das hätte passieren können, aber das ging dann tatsächlich ganz gut. Ich glaube, bis 4.000 oder 8.000 Euro habe ich auch gar keinen Joker gebraucht, weil das alles vergleichsweise, fand ich, leichte Fragen. War so. Aber dann wird es schon problematischer. Irgendwann schwierig, klar. Und die Joker haben alle gestochen, waren alle hilfreich. Ich habe sie alle gebraucht und sie haben auch alle, Gott sei Dank, richtig gelegen. Ja, das war auch nicht immer der Fall. Ne? Nee. Vor allen Dingen die Telefonjoker liegen ja oft falsch. Ne? Und ich habe meinen Telefonjoker gebraucht für die Sportfrage. Ich habe null Ahnung von Sport. Okay. Und ich hatte als Joker für Sport einen Kollegen von der Süddeutschen Zeitung, der Sportredakteur ist. Und ist einer von diesen Männern, die, ich weiß nicht, wie ihr Jungs das macht, aber alle Fußballergebnisse bis 1965 zurück noch im Kopf haben. Kann ich auch nicht begraben. Das können die alle. Ich weiß das nicht. Ja, ist unglaublich. Wie 1860 München, 1967 in der dritten Minute, ich weiß das nicht. Ja, also, ist unfassbar, nicht? Aber er kann sowas und es ging auch Gott sei Dank um so eine Weltrekordfrage, die konnte er aus dem FF sofort beantworten. Ja. Ganz toll. Da war dann schon ziemlich am Ende? Oder? Das war 125.000 Euro. Ach so, ja. Und dann kam 500. Und dann kam 500, ja. Und was war das denn für eine? Die, mit Joker? Ja, ich habe den Joker gebraucht. Ich hatte noch diesen einen Joker übrig, den man aufstehen lassen kann. Man kann ja Leute im Publikum, die meinen, das zu wissen, aufstehen lassen und sucht sich von denen dann einen aus. Das ist so oftmals der vierte Joker, ne? Ganz genau. Ja, der nützlich ist, wie ich finde, weil oft das rettet einem wirklich, den Arsch. Aber es war in meinem Fall ja auch so. Ja, ja. Die Frage lautete, wo befindet man sich der Wortherkunft nach, wenn man sich verfranst hat? Woher kommt das Wort verfranzen? Im Hochgebirge, in der Bibliothek, im Flugzeug oder im Bergwerk? Tja, ich habe genauso geguckt wie Sie jetzt gerade. Ja. Keine Ahnung. Nee.
und habe dann diesen Joker benutzt. Zwei Herren standen auf. Ich habe mich für den Jüngeren entschieden, weil er schneller aufgestanden ist. Ja. Ich dachte, der wirkt irgendwie sicher. Wusste es dann auch. Und der sagte im Flugzeug, weil der Begriff stammt aus einer Zeit, als es noch keine Navigationsinstrumente an Bord von Flugzeugen gab und wo es dann einen Piloten und einen Navigator gab, der den Kurs festgelegt hat. Ja. Und in der Fliegereisprache hießen die der Emil und der Franz. Oh. Und wenn der Franz, der Navigator, sich geirrt hatte, hat man sich verfranzt. Ja. Oh, das ist ja toll. Ne? Das muss man auch wissen. Ne? Ich weiß es jetzt auch, aber... Ja, ja. Und dann war 500 und dann kam die letzte. Ja, dann kam die Millionenfrage und da habe ich gleich gesagt, vergiss es. Da ging es darum... Sie drin, ja, der, was das war? Der zoologische Name der Brillenschlange. Aha, aha, so, 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 naja, naja oder oje, oh oje. Oh, 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 an dieser Stelle habe ich gesagt, oje, oh oje oh und tschüss. Ja. Ne? Weil, keine ja. Ahnung, die Antwort ist naja, naja ja. Und zwar nach der indischen Schlangengottheit Naga. Was ich jetzt auch weiß und wahrscheinlich nie wieder vergessen werde. Ja, du auch, oh, ne? Fide. Du wirst es auch nie mehr vergessen. Aufgewacht. Jetzt hat er was von Geld gehört, jetzt wird er wach, ne? Jetzt hat er was von Schlangen gehört und wird auch wieder von wach. Von Schlangen auch gehört. Ja, das ist die ja, richtige dann, Antwort. Was macht man dann? Dann hat man den Kopf voll, ne? Man explodiert okay. erstmal. Aber zwischendurch singelig, fragt dann auch mal, was machen Sie denn, wenn Sie? Ja, so. Das wird, ist ja Teil der Sendung. Es wird ja, ja, ja Günther Jauch fragt dann ab einem gewissen Punkt, wenn Sie, was machen Sie denn mit dem Geld? Ja. Und da habe ich schon gesagt, wenn ich gewinnen sollte, war, hatte die Frage gestellt, da war ich schon recht weit, habe ich gesagt, ich würde gern ein Jahr raus aus Deutschland ja. gehen und jeden Monat in einer anderen Stadt wohnen, ja. die ich noch nicht kenne und die ich gerne mal kennenlernen möchte. Und genau das habe ich dann auch 3 Monate später gemacht, ja. So wie angekündigt. Aber in dem Moment, wenn man das, das gewonnen hat, dann weiß man nicht, wo vorne und hinten ja, ist. Ne? Das ist alles so, wo bin ich hier, was ist das denn für ein Traum? Das ist auch viel Geld, ne? Das ist völlig verwirrend. Ja. Also man wird erstmal geparkt, die Sendung geht ja weiter, der nächste Kandidat kommt ran und so. Man wird erstmal geparkt auf so einer schwarzen Ledercouch, so einem Couch wie hier und kann sich dann den Rest der Sendung auf dem Monitor angucken. Mhm. Und dann kommt irgendwann so eine Mitarbeiterin mit einem Klemmbrett auf einen zu und sagt, können Sie hier mal bitte Ihre Kontonummer draufschreiben? Was? Und in dem Moment merkt man, oh, ich glaube, ich habe Geld gewonnen. Ja. Ja. Jetzt mal besser die Kontonummer richtig aufschreiben. Ne? Ja. Kein Zahlendreher, wäre ja. blöd. Ja. Aber vorher ist einem das so gar nicht klar, dass es, dass man ist so im Spielfieber drin, dann denkt man überhaupt nicht an Geld. Also dann, aber in dem Moment, als ich die ja. Kontonummer aufschreiben musste, dann doch. Dann begreift man das wahrscheinlich. Ja, richtig, dann ne? wird das erst real, ja, ne? vorher ja, gar nicht. Okay. Also das war schon, ich habe eine Zeit lang gebraucht, bis ich das kapiert habe, man ja. muss es sacken lassen. Und das Gute ist, man kann und muss es sacken lassen, weil man die Sendung selber wird dann 2 Wochen später ausgestrahlt. Das ist ja nur eine Aufzeichnung. Mhm. Und in diesen 2 Wochen darf man auch niemandem was erzählen, dass man was gewonnen hat. Ja. Das muss man streng geheim halten. Ja. Und das hat mir geholfen, sozusagen, ja, damit klarzukommen. Ja. Das ist ja mit den Telefonjokern auch so. Wie macht man das eigentlich, dass Sie, wenn Sie angerufen werden, ist, wenn das jetzt eine Aufzeichnung ist, dann wissen Sie ganz genau, also zwischen dieser Zeit jetzt können Sie, werden Sie oder könnten ja. Sie angerufen die werden. Müssen sich für eine bestimmte Zeit einfach ja. In der Nähe eines Telefons aufhalten. Okay, ne? Die wissen, sind Sie auch ja, die Redaktion sagt, also Frau Winnemuth ist in der zweiten Aufzeichnung ja. und Sie müssten bitte zwischen, keine Ahnung, 15 und 17 Uhr erreichbar sein. Die so. Machen dann so einen Probeanruf, ja. dass Sie auch sicher sind, dass ja. die Leute erwischbar sind und ja, so geht das. Ja, und dann kam die große Reise ja. 2011, woraus dann auch ein Bestseller entstand. Ja. War das gewollt? Nee. Nicht gewollt? Nein, überhaupt nicht. Ich habe noch nicht mal daran gedacht, ein Buch zu machen. Also ich habe 2011, im 1. Januar 2011 bin ich aufgebrochen zu diesem Reisejahr, dem angekündigten und geplanten. Die erste Station war Sydney. Ja. Und das Einzige, was ich gemacht habe und machen wollte, war einen Reise-Weblog zu führen. Also damit meine Familie, meine Freunde ja. immer wissen, was passiert mir gerade. Ich wollte von unterwegs halt einen Weblog schreiben, ja. damit ich nicht jedem eine Mail schicken muss oder so, mhm. sondern einfach einen Blog, so dass man mir folgen konnte. Ja. Das Blog allein war in kürzester Zeit ein echter Erfolg, weil ich glaube 200.000 Leute haben das gelesen. Also ja. es waren eine Menge Leute. Auf Facebook oder? Nee, ein richtiges Blog. Also so. Im Internet einen Blog eingerichtet. Ah, ja. Okay. Man konnte also jeden Tag gucken, was macht sie heute, wo ist sie denn, was hat sie erlebt. Und dem sind sehr, sehr viele Leute gefolgt. Und über ein Buch habe ich überhaupt nicht nachgedacht, weil ich dachte,
ich schreibe ja einen Blog, ne, wozu ein Buch? Ja, ja. Aber gegen Ende des Jahres, da war ich schon 11 Monate unterwegs, kam die Idee, es kamen einige Verlage auf mich zu mit der Bitte oder der Frage, ob ich nicht noch ein Buch darüber schreiben wollte. Dachte ich, ja, ich glaube, ich möchte das, weil ich fand die, wie soll ich sagen, diese Geschichte in einem Bogen zu erzählen, ist was anderes, als wenn man jeden Tag das Erlebnis des Tages aufschreibt. Also man sieht dann erst die Zusammenhänge und die Entwicklung. Und ich hatte mir gedacht, es wäre schön, so ein Buch zu schreiben, um anderen Leuten Mut zu machen, sowas auch mal zu probieren. Ja. Und speziell Frauen. Ich bin ja alleine gereist, als da, zu dem Zeitpunkt 51-jährige Frau, was sich ja nicht viele trauen. Und ich habe gedacht, wieso eigentlich nicht, weil es super leicht, sich durch die Welt zu bewegen. Ein angenehmer Ort, ein freundlicher Ort. Ich möchte mehr Leuten Mut machen, sowas auch mal zu machen. Sich einfach auf die Reise zu begeben und ohne große Planung, sondern einfach mit dem Vertrauen, wird schon gut gehen. Ja. Dann geht das auch gut. Ist auch gut gegangen. Ja, dann geht das nämlich auch gut, wenn man so mit Entspanntheit losfährt. Hinzu kamen dann auch Hörbücher, ne? Hörbücher? Nee, ich habe also aus dem Buch, was ich dann geschrieben habe, ich habe es selber eingelesen. Also ich habe hab daraus ein Hörbuch gemacht. Mhm. Das war nicht unanstrengend, ehrlich gesagt, eine ganze Woche lang jeden Tag im Hörstudio das eigene Buch zu lesen. Danach ist man, ich bin abends ins Bett gefallen wie ein Stein. Das ist echt anstrengend. Bücher schreiben kam da noch hinzu. Wie viel waren es denn? Naja, also das Buch, über das wir gerade geredet haben, das heißt Das große Los. Ja. Wie ich bei Günther ja auch 500.000 gewann und einfach losfuhr. Also das ist das Buch, mehr oder minder das Reisebuch. Ne? 12 Monate, 12 Städte. Ja, das war das erste. Das ist das erste Buch, was damals entstanden ist. Was hat inzwischen 300.000 verkauft, also ein erstaunlicher Erfolg. Für mich immer noch unfassbar, aber es ist jetzt halt vor einiger Zeit als Taschenbuch erschienen und deshalb sind immer noch Leute daran interessiert. Wann wird das ein Bestseller? Hat das mit der Auflage zu tun? Oder? Ja, ein Bestseller ist es, wenn es in der Spiegel-Bestsellerliste ist. Und das war es sofort. Also es war auf Platz 2 der Spiegel-Bestsellerliste und es war ein ganzes Jahr in der Spiegelliste. Aha. Das ist dann ein Bestseller. Eigentlich gilt es ein Buch dann schon als Erfolg, wenn es mehr als 5.000 oder 10.000 Exemplare verkauft. Ach so. Aber also hat das doch was mit dem Exemplar zu tun. Ja, ja. Also das war... wie gesagt, es ist erstaunlich. Es ist bis heute in der Spiegel-Taschenbuch-Bestsellerliste. Ich glaube, auf Platz, weiß ich nicht, 15 oder 17 oder so. Das ist so ein Dauerbrenner geworden. Weil das Thema Reise und auch Langzeitreise ist, glaube ich, für viele Leute interessant. Ja. Und die nutzen das Buch auch ein bisschen, um sich inspirieren zu lassen, um mal zu sehen, ach, guck mal, so schwer ist das ja gar nicht. Ja. Kann man ja mal machen. Ja. Und der Witz an meiner Reise war ja, viele haben ja gedacht, ah ja, jetzt hat sie das Geld gewonnen und das gibt sie jetzt unterwegs aus. Ja. Der Witz an der Sache war der, ich habe ja von unterwegs weiter gearbeitet. Als Journalistin ist das ja leicht, man braucht ja nur einen Laptop und einen Internetanschluss. Ja. Und habe also Geld verdient, während ich da in der Welt herumkajolte. Und am Ende des Jahres habe ich das mal zusammengerechnet, wie viel habe ich ausgegeben und wie viel habe ich eingenommen. Und ich bin plus minus null aus der Nummer rausgegangen. Also ich habe mit anderen Worten Herrn Jauch nie gebraucht und hätte jederzeit auch so fahren können. Ohne die 500.000? Ohne die 500.000. Ich habe die nicht gebraucht. Ja. Das allerdings hätte ich auch nicht gedacht. Jetzt hat er genug von unserem Gesappel. Jetzt langt das. Und ich hätte mich natürlich nie getraut, diese Reise anzutreten, ohne dieses Geld im Rücken. Ne? Das war schon wie eine Art Genehmigung, überhaupt loszufahren. Ja, eine Sicherheit, ne? Eine Sicherheit und auch wie eine Erlaubnis. Ja. So. Und Fiete macht keinen Blödsinn, ne? Ja, sonst schubst ihn da runter. Kann ihn jemand einkassieren? Dann darf da, glaube ich, nicht da oben rauf. Okay. Das war für mich auch so ein Aha-Erlebnis, einfach zu merken, das geht viel mehr, als wir immer denken. Ja. Wir machen uns einen Kopf und denken, ach, Weltreise geht doch nicht, wie soll man das bezahlen? Ja. Und es stellt sich heraus, man kann es man machen. Na gut, okay, aber wenn man arbeiten kann, und wenn man so einen Beruf hat, wo es geht, ist es natürlich, kann man ja nicht mit jedem Beruf machen. Das ist wahr, aber ich habe unterwegs viele Leute kennengelernt, die, ob sie als Friseure gearbeitet haben oder als... keine Ahnung, als Programmierer oder so. Also es gibt eine Menge Berufe, mit denen man ganz gut reisen kann. Oder als Masseure, das kann man weltweit ja auch ganz gut arbeiten. Also auch das möchte ich Leuten sagen und Leuten Mut machen.
traut euch, da geht was. Ja. Und das kann ich nur Leute rausschubsen. War dann Anstoß. Ja gut, Mutmacher müssen sind ja auch immer sehr, sehr wichtig. Finde ich auch. Und wenn das bei dem einen oder anderen kommt, ich auch was sieht, kann ich auch. Ja. Und wenn es solche Leute dann trifft oder lesen, dann ist es möglicherweise ein Anstoß. Und wenn es auch nur, muss ja nicht ein Jahr sein, wenn es 3 Monate sind oder so. Ne? Ja, sich einfach mal raustrauen. Oder wenn auch Frauen sagen, ich bin noch nie alleine verreist, aber ich habe ihr Buch gelesen und jetzt traue ich mich einfach mal alleine loszufahren. Scheint ja nicht so kompliziert zu sein. Ja. Auch das ist schon ja, das ist sehr wichtig. Schritt, ne? Dann sollte man das Buch lesen. Ja. Ne? Ja. Sollte man doch jedem sagen, meine Damen, dann kaufen Sie das Buch einfach. Was kostet das? 9,90 Euro. Also kann 2 Schachteln Zigaretten. Ja. Oder eine Flasche guten Wein. Oder eine Flasche guten Wein. So, wir haben sehr, sehr viel gehört. Und wie spannend ist, sehr schön, nicht nur von der Weltreise, auch mit Günther ja auch, das interessiert mich natürlich auch. Man weiß ja gar nicht, wie läuft das eigentlich. Trauen Sie sich doch mal, sich zu bewerben. Nein? Warum nicht? Nee, das ist nicht mein Ding. Och. Nein, das ist nicht mein Ding. Ja, ich kann es ja mal probieren. Ja, warum nicht? Wenn die Frau Winnemuth war bei mir auf dem Sofa, dann soll ich mich nicht mal bewerben. Zum Beispiel. Ja, können wir voll was machen. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ja. Gibt es bei diesen ganzen Reisen und alles, was Sie so erlebt haben, gibt es da ein ganz besonderes Highlight? Ich frage es immer sehr gerne. Ein Highlight? Das ist also Highlights waren viele, das ist mir völlig klar. Aber gibt es so eins, wo man sagt, Mensch, das war toll. Also ich habe am meisten gelernt, glaube ich, in den Ländern, die jetzt nicht mal so die Traumziele sind, nämlich in Mumbai in Indien und in Addis Abeba in Äthiopien, also sehr arme Länder. Ja. Mumbai war für mich echt ein Kulturschock. Ich habe vorher nur theoretisch über die Armut von Indien was gewusst. Praktisch am eigenen Leib das zu erleben, ist nochmal was ganz anderes. Also wenn man morgens aus dem Haus kommt und erstmal über ein schlafendes Kind hinübersteigt, das dort auf dem Bürgersteig pennt, das ist sein Bett. Das ist etwas, was, wenn man es selber erlebt, nochmal einem eine völlig andere Weltsicht beschert, glaube ich. Ja. Und ich bin irrsinnig dankbar geworden, in diesen Ländern zufällig wirklich, ohne was dafür zu tun und dafür zu können, in eines der reichsten, heilsten Länder der Welt hineingeboren zu sein, nämlich Deutschland. Ja. Also man geht ganz anders wieder nach Hause und ist sehr, sehr dankbar, wenn man das erlebt hat. Das würde ich, es ist jetzt kein Highlight im Sinne von, wow, ist das toll gewesen, aber es ist für mich am prägendsten gewesen und hat mein Verhältnis zu Deutschland und überhaupt zu meinem eigenen Leben maßgeblich verändert. Ja. Gibt es was für die Zukunft, was speziell ist oder ein Buch oder nochmal eine Reise oder was? Ja, Bücher. Also ich habe jetzt ja Fiete, wie man weiß. Also ich werde jetzt keine Fernreisen mehr unbedingt in der nächsten Zeit machen. Aber es gibt ja auch in Deutschland, in Europa genug zu entdecken. Allerdings. Aber eigentlich habe ich jetzt Sehnsucht, ein bisschen zur Ruhe zu kommen und ein bisschen so Wurzeln zu schlagen, mal wieder nach all der sehr hektischen Rumreiserei. Deshalb auch das Häuschen an der Ostsee hier und deshalb diese große Freude, das Gefühl von zu Hause wieder zu haben. Also ich buddel gerade im Garten und finde das herrlich. Schön. Und bin froh für diese Sendung, rechtzeitig noch meine Fingernägel sauber gekriegt zu haben, weil die sehen normaler aus wie Maulwurfskrallen, ehrlich gesagt, weil ich nur so grabe. Ja. Das macht großen Spaß und das ist auch eine große Befriedigung. Also man muss nicht unbedingt in die Welt reisen, um Glück zu empfinden. Das kann man auch im Hintergarten erleben. Das kann man auch im eigenen Garten. Genau. Wunderbar. Frau Winnemuth, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Wir haben Sie ja gut durchgehalten und das war ja auch so geplant. Und das ist ja auch gut so. Alles, alles Gute für Sie. Weiterhin für die Zukunft, vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Das ist ja nun alles, worauf wir uns immer, oder das, was wir uns eigentlich wünschen. Na klar. Ohne Gesundheit geht nichts. Absolut. Schön, dass Sie da waren nochmal. Hat alles, mir alles großen Gute. Spaß gemacht hier. Danke für die Einladung. Gern geschehen und hat mir auch gefallen. Und da kommt Fiete auch schon da wieder. Da kommt Fiete wieder. So, meine Damen und Herren, das war's mal wieder. Eine tolle Sendung mit einer sehr gut aussehenden, tollen Frau. Oh, danke. Ja, bitte, gerne. Nächstes Mal haben wir eine Malerin, Frau Hanne Nagel. Und da freue ich mich ganz besonders auch drauf. Und die bringt auch einige Sachen mit, die sie produziert hat. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss und danke, dass Sie dabei waren. Danke.